Hallo und herzlich willkommen zu diesem Capstone-Videozyklus von Mathematik macht Freude, Freunde. In diesem Video möchte ich euch eine kompakte Zusammenfassung des Kompetenzbereichs Trigonometrie geben, mit speziellem Fokus auf die Trigonometrie im rechtwinkligen Dreieck. Mithilfe dieses Überblicksvideos sollt ihr eine Unterstützung bekommen, um die schriftliche Reifeprüfung in Mathematik positiv zu absolvieren. Wenn wir von Trigonometrie im rechtwinkligen Dreieck sprechen, so ist es zunächst ganz wichtig, die Bezeichnungen in diesem rechtwinkligen Dreieck zu kennen. Das heißt, wir starten mit den Bezeichnungen. Und dazu ist natürlich wichtig, einmal ein rechtwinkliges Dreieck zu skizzieren. Im rechtwinkligen Dreieck zunächst einmal den Fokus auf den rechten Winkel legen. Gegenüber vom rechten Winkel liegt immer die Hypotenuse. Die beiden anderen Seiten heißen Katheten und bilden ja den rechten Winkel. Wenn wir jetzt hier den Winkel Alpha einzeichnen, dann wird jene Kathete, die diesem Winkel gegenüber liegt, als Gegenkathete bezeichnet. Und jene Kathete, die dem Winkel anliegt, als Ankathete. Gut, das heißt einmal, die Bezeichnungen sollten einmal sitzen. Im nächsten Schritt versuchen wir, die Seitenverhältnisse in diesem rechtwinkligen Dreieck aufzustellen. Ja? Also, wir starten mit den Seitenverhältnissen. Bei diesen Seitenverhältnissen gehen wir von folgenden Seiten zunächst aus. Das Verhältnis von Gegenkathete zu Hypotenuse wird als der Sinus des Winkels Alpha bezeichnet. Gegenkathete zu Hypotenuse. Das Verhältnis von Ankathete zu Hypotenuse als der Cosinus dieses Winkels. Und zuletzt das Verhältnis von Gegenkathete zu Ankathete als der Tangens dieses Winkels. Gut, natürlich ist auch oft wichtig, die Umkehrung zu kennen, sprich, wenn ich das Seitenverhältnis kenne, dass ich dann zum Winkel komme. Ja? Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt mit der Umkehrung. Was bedeutet das? Wir sind ja hier ausgegangen von einem Seitenverhältnis und haben dadurch den Sinus gekannt, sprich von Alpha ausgehend Sinus angewendet und zu Sinus Alpha gelangt. Jetzt wollen wir es umgekehrt. Wir kennen das Sinus, den Sinus dieses Winkels und möchten zum Winkel Alpha gelangen. Das funktioniert mit der Umkehrfunktion, sprich mit dem Arcus Sinus dieses Winkels oder auch als Sinus hoch minus 1 bezeichnet. Das können wir natürlich jetzt auf alle drei Seitenverhältnisse anwenden. Das heißt, der Arcus Sinus von der Gegenkathete zur Hypotenuse ist dann der Alpha. Der Arcus Cosinus von der Ankathete zur Hypotenuse ist dann ebenfalls der Winkel Alpha und zuletzt der Arcus Tangens von Gegenkathete zu Ankathete ist ebenfalls der Winkel Alpha. Im rechtwinkligen Dreieck sollte man auch wichtige Zusammenhänge kennen. Was meine ich damit, wenn wir uns jetzt wieder ein rechtwinkliges Dreieck hier vorstellen? Rechter Winkel ist hier, die Seite gegenüber des rechten Winkels ist ja wieder die Hypotenuse. Hier haben wir den Winkel Alpha eingezeichnet. Wenn hier der Winkel Alpha ist, können wir diesen Winkel hier oben mit 90 Grad weniger Alpha natürlich auch angeben. Bezüglich dieses Winkels haben wir hier die Gegenkathete und hier haben wir die Ankathete.
Wenn wir das Ganze jetzt betrachten und den Sinus dieses Winkels Alpha aufstellen, dann sehen wir folgenden wunderbaren Zusammenhang, dass der Sinus des Winkels Alpha ja Gegenkathete durch Hypotenuse ist, also diese Seite zu dieser Seite. Wenn wir allerdings vom Cosinus dieses Winkels hier oben 90 Grad weniger Alpha ausgehen, dann ist ja auch dieses Verhältnis G zu H. Das heißt, es gilt der Zusammenhang, Sinus des Winkels Alpha ist gleich der Cosinus von 90 Grad weniger Alpha. Ja? Das heißt, bei Sinus und Cosinus im rechtwinkligen Dreieck vertauschen sich An- und Gegenkathete. Das gilt hier natürlich auch beim Cosinus. Also wenn ich den Cosinus vom Winkel Alpha berechnen möchte, gelingt es mir genauso mit dem Sinus des Komplementärwinkels. Und last but not least, beim rechtwinkligen Dreieck sollte man natürlich auch immer an den pythagoreischen Lehrsatz denken. Das heißt, es gilt, dass das Hypotenusenquadrat flächengleich ist mit der Summe der beiden Quadrate über den Katheten, also a Quadrat plus g Quadrat. Wenn wir natürlich Berechnungen durchführen, ist es uns, für uns ganz wichtig zu wissen, mit welchem Winkelmaß wir arbeiten. Also welches Winkelmaß wir verwenden. Und ihr wisst ja, man kann einen Winkel entweder im Gradmaß angeben, also zum Beispiel 90 Grad, aber auch im Bogenmaß. Winkel von 90 Grad würde das natürlich dem Bogenmaß von Pi halbe im Radiant angeben. Wichtig ist als Tipp, immer wenn es mit rechtwinkligen Dreiecken arbeitet, verwendet immer bitte das Gradmaß. Ja? Also hier ist wichtig, immer das Gradmaß zu verwenden, am Taschenrechner einzustellen mit Degree, beziehungsweise wenn ihr mit GeoGebra arbeitet, immer das Winkelzeichen eingeben, beziehungsweise bei der Umkehrfunktion hier immer Arcosinus Degree auswählen. Und dann natürlich kommen diese trigonometrischen Verhältnisse bei Anwendungssituationen vor. Also der letzte Punkt sind die Anwendungen. Was meine ich damit? Ja, oft sollt ihr bei Beispielen zum Beispiel den Steigungswinkel einer Straße berechnen oder den Abstand eines Beobachters von einem Turm. Und dabei ist es immer wichtig, zunächst einmal diese Seitenverhältnisse anzuwenden. Und das gelingt nur, indem ihr ein rechtwinkliges Dreieck findet. Das heißt, ganz wichtig, als oberster Tipp hier, finde rechtwinklige Dreiecke. Und am besten solche rechtwinkligen Dreiecke, wo ihr zumindest zwei Bestimmungsstücke kennt. Dann ist euch schon sehr geholfen. Zusammenfassend beginnen wir vielleicht bei den Anwendungen. Also wenn es um Anwendungen geht, ist es immer ganz wichtig, dass ihr rechtwinklige Dreiecke findet. In diesen rechtwinkligen Dreiecken müsst ihr natürlich die Bezeichnungen richtig wählen. Wenn ihr das geschafft habt, das richtige Seitenverhältnis aufstellen. Manchmal ist auch die Umkehrung gefragt, sprich den Winkel zu berechnen. Dabei ist es wichtig, die Arcus-Funktion anzuwenden. Vielleicht müsst ihr auch manchmal vom Sinuswinkel auf den Cosinuswinkel wechseln. Deshalb ist es wichtig, diese Zusammenhänge zu kennen. Und last but not least, immer bei diesen Aufgaben das richtige Winkelmaß wählen, das ist bei uns das Gradmaß. Ich wünsche euch gutes Gelingen.